wie man schon an der Musik hört. Feuerbandschrein. Jawohl, wir sind wieder am Feuerbandschrein und können nun. Ja, ich habe jetzt nur so überrascht getan. Ich wusste, dass das passiert. Wir kriegen eine schmutzige Kapuze, robe Handschuhe und einen schwarzen Augapfel. Und sie ist tot. Und wer fehlt? Lordwick, Goldie. Gucken wir mal, was wir da gerade bekommen haben. Erst einmal schwarze Augapfel, mystische bei der Leiche eines Hüters gefundene Kugel. Dringe in die Welt des Mörders der Feuerhüter hinein, besiege den Übeltäter und hole die Seele der Feuerhüterin zurück. Das schwarze Auge wacht stets über Anno Londo, die Götterstadt. Also ja, müssen wir wohl nach Anno Londo. Und wir haben schmutzige Robe gefunden. Die von der Feuerhüterin des Feuerbandschreins getragen. Einst war dies angeblich die weiße Robe einer Magd, doch Rauch und Asche von Leuchtfeuern haben sie mit der Zeit geschwärzt. Ja. Wir werden, wenn man sie genau hinguckt, so eine Robe in Weiß hat auch Rhea aus Torolund getragen. Aber in Weiß halt. Und das Leuchtfeuer können wir nicht mehr benutzen, weil die Feuerhüterin tot ist. Was hast du uns zu sagen? Did you ring the second bell? That is incredible, I must say. But now, we have a new problem. It's noisy. It snores. And its breath is lethal. This is no laughing matter, I tell you. Und ja, wir haben ein neues Problem, sagt er. Damn. That stench. And I was really beginning to like it here. Maybe it's time I do something about it. Ja. Maybe. Okay, er will etwas gegen den Gestank tun, sagt er. Dieser Gestank geht von jemandem aus, den wir hier sehen. Ja, der erste Eindruck. WTF. Gehen wir mal näher ran. Und reden. Ah, hello. Was it you who rang the bell of awakening? I am the primordial serpent, King Seeker Frant, close friend of the great Lord Gwyn, chosen undead, who has rung the bell of awakening. I wish to elucidate your fate. Do you seek such enlightenment? Suchen wir Erleuchtung? Nö. Nein, wir suchen schon solche Erleuchtung. Very well. Then I am pleased to share, chosen undead, your fate is to succeed the great Lord Gwyn, so that you may link the fire, cast away the dark, and undo the curse of the undead. To this end, you must visit Anno Londo and acquire the Lord Vessel. Yeah. Unser neuestes Ziel. Wir müssen nach Anno Londo. Davon haben wir ja jetzt schon ein paar Mal gehört. Nicht zu verwechseln mit Neu-Londo, wo wir gerade eben waren. I am pleased to see you well. Is it something urgent? Ja, also erst einmal können wir bei ihm Gegenstände verkaufen. Was irre praktisch ist. Das werde ich allerdings vielleicht offscreen machen oder schnell zeitraffern, weil wir ja ziemlich viele Sachen haben. Unter anderem können wir bei ihm die verlorenen, diese beiden Seelenhaufen hier verkaufen. Die hier bringen normalerweise nur 200 Seelen und die hier bringen nur 400, aber wenn wir sie verkaufen, bringen sie 500. Was schon einiges mehr ist. Und es klingt komisch, wenn wir Sachen bei ihm verkaufen. Aber so können wir einiges bei ihm loswerden, was wir nicht mehr wollen. Die Kupfermünze zum Beispiel hat nur den Zweck, bei ihm verkauft zu werden. Gut. So, aber verkaufen mache ich später mal. Wir können doch mit ihm reden. Und wir können ihm Scherben und Brocken verfüttern. Das mache ich mal mit einer grünen Scherbe. Wird zu kleiner Scherbe, aber nicht nur zu einer, sondern zu fünf. Also ja, Brocken werden zu drei Scherben und eine Scherbe wird zu fünf Splittern. So ist der Umtauschkurs.
Aber jetzt reden wir mal mit ihm. Those who seek the realm of lords must brave Sen's fortress, a deadly house of traps. Many have gone before you, but none have returned. Fate has chosen you, but proceed with caution. Okay, wir müssen umsichtig handeln. Also ja, wir müssen nach Sens Festung. Da haben wir ja jetzt in der Zwischensequenz gesehen, dass das Tor aufgegangen ist. Nach Sens Festung. Aber erst einmal machen wir andere Sachen. Nein, Eid wollen wir nicht leisten. Wir wollen einfach weitergehen. Erst einmal will ich ein Leuchtfeuer haben, dass ich die Seelen, die ich jetzt habe, ausgeben kann. Und da das Leuchtfeuer hier tot ist, bleibt jetzt nur das Leuchtfeuer oben beim Schmied. So, dort rasten wir kurz. Geben die Seelen aus. Und dann gehen wir nochmal zurück ins Tal der Drachen. Dort wartet nämlich noch etwas auf uns. Das dürfte ich ja noch in dieser Aufnahmesession hinkriegen. Die hoffentlich auch richtig aufgenommen wird. Das würde mich nämlich jetzt aufregen, wenn ich 2 Stunden für die Katze aufgenommen habe und die dann nicht wieder kriege. So, weg mit dir, weg mit dir. Weg mit dir. Oh, du droppst sogar was. Höllenschild. Ja, und bei Gelegenheit brauchen wir noch ein weiteres Bastardschwert. Aber das hat noch etwas Zeit. Erst einmal Vitalität erhöhen am besten. Dafür reicht's gerade für einmal. Und deswegen benutze ich so eine Seele. Eine von denen, die wir jetzt nicht verkauft haben. Seele eines Soldaten. So. Das müssten 1000 Punkte sein. Das dürfte reichen. So, 19 Vitalität ist doch schon mal nicht schlecht. Können wir das hier noch entfachen? Ja, können wir. Sollten wir auch. Wie weit können wir es noch entfachen? Wir haben es noch nicht mal auf 15 gebracht gehabt. Ah, wahrscheinlich, weil wir direkt aus den Katakomben raus sind. So, verlassen. Und nach oben zurück. Wir wollen ja in die Stadt der... zurück ins Drachen gehen. Moment. So. Wollen wir zurück ins Drachental gehen? Ah, Jungs. Und dort noch schnell was erledigen. Du? Hast eine kleine Scherbe für uns? Brauchen wir eigentlich jetzt nicht mehr, weil wir bei Fremdhunden einfach grüne Scherben zerkauen können, um an die Splitter zu kommen. Aber ja. Und wenn wir schon mal auf dem Weg sind, mache ich schnell einen kleinen Abstecher. Nämlich an den Loot da drüben ran. Manche würden versuchen, hier rüber zu springen, aber rüberrollen ist dann doch etwas einfacher. Ah, das war nicht so gut. Das war besser. So. Nämlich ein Asylschlüssel. Also zum Asyl der Untoten. Gucken wir mal kurz. Das war der Schlüssel Asyl West. Schlüssel zum Öffnen der Eisengitter auf der Westseite der 2. Ebene des nördlichen Asyl der Untoten. Ja. Den Rest kennen wir ja.
Das Asyl der Untoten ist ein riesiges Untotengefängnis, unterteilt durch zahlreiche Eisengitter. Selbst wenn ein Held in Lordwyn den Schlüssel finden würde, um dem Kerker zu entkommen, käme er jemals zurück? Ja, das ist die gute Frage. So, ich will bitte hier runter, aber nicht gerade in das Loch da reinfallen, sondern einfach hier runter, genau. So. Und jetzt mal ab ins Drachental. Da ist unser Pyromantenfreund. Oh, und unser deprimierter Questfallen Warrior ist weg. Und ja, ich habe Questfallen bei falsch übersetzt, weil ich das Questfallen woanders gehört habe und derjenige es total falsch übersetzt hat. Vergesst das einfach. Questfallen heißt einfach entmutigt. Nicht, dass man auf einer Queste versagt hat. So, ab nach unten. Bitte. Hier raus. Hier die Abkürzung nach unten nehmen. Durch Neulondo durch. Neulondo werden wir später nämlich aufsuchen. Erst einmal kurzzeitig, weil wir dort was holen müssen. Dann später werden wir das Gebiet richtig machen und auch den Gebietsboss töten müssen. Von dem man sich schon denken kann, bei dem ganzen Gespoiler, was die Gegenstände uns gebracht haben, ist der Boss die vier Könige von Neulondo. Aber das ist noch ein ganzes schönes Stück hin. Wir wollen erstmal den hier töten. Man merkt, man kann ihn schon auch anvisieren. So. Einfach auf seinen Fuß hauen und seiner Giftwolke ausweichen. Ist die beste Strategie, die wir haben. Warten, bis er seine Giftwolke macht. Dann, dass er seinen Fuß. Und naja, wir können ruhig ein bisschen was abkriegen von der Giftwolke. Schaden macht sie nämlich nicht besonders viel. Wow. So, einfach mal wegrollen. Und das war unvorsichtig, weil wenn wir zu nah an ihm dran sind, macht er einen Instant Kill-Hit. Der uns jetzt sogar noch instant töten würde. So, einfach weg. So. Das ist fast schon ein bisschen totgelähmt. Aber wir können es ja machen. Ein Schlag noch oder vielleicht zwei und er ist tot. So, weg mit dir. Er hat einen Drachenstein und 3000 Seelen für uns. Das Astoras-Schwert, das Drachenwappenschild und die Seele eines Kriegers. So, und damit porten wir uns jetzt zurück zum Leuchtfeuer. Sehr gut. Dann raste ich mal hier. Einfach so. Und würde sagen, ich beende diesmal die Aufnahme offiziell. Sonst habe ich ja einfach nur einen Spontan-Cut gemacht. Und drückt mir jetzt bitte die Daumen, dass die Aufnahme geklappt hat und er sich nicht jetzt gleich beim Abschließen wieder auffängt. Also mein Renderprogramm. Also bis bald.